Eine Überzahl von Feinden entwaffnen, sie mit bloßen Händen, herumliegenden Objekten oder ihren eigenen Waffen schlagen und dabei auch noch richtig gut aussehen, Zeitmanipulation und Übernahme von Feinden sei Dank. Doch nur ein Treffer reicht und wir müssen den Level von vorn beginnen. Das ist super hot. Über einen Chat berichtet uns ein Freund von einem geheimnisvollen neuen Shooter namens Superhot, den er online aufgestöbert hat. Und weil er den Spaß gerne mit uns teilen möchte, schickt er direkt eine gecrackte Version des Spiels an uns, damit wir uns selbst einen Eindruck davon verschaffen können. Superhot versetzt uns in eine VR-Umgebung, in der wir haufenweise rote Typen umnieten, bevor uns diese zuerst ausschalten. Nach und nach erfahren wir, dass es sich bei der angeblichen Simulation um mehr als ein einfaches Spiel handelt. Der größte Teil der Handlung wird über Chatfenster vermittelt. Spannende Zwischensequenzen gibt es keine. Die Geschichte hinter den 25 Levels ist konfus und ergibt nicht immer Sinn, steht wie bei den meisten Shootern aber ohnehin eher im Hintergrund. Solange wir stillstehen, läuft Superhot in extremer Zeitlupe ab. Das gibt uns Zeit, auf die Übermacht von Feinden zu reagieren, die uns in jeder Mission gegenübersteht. Wen greifen wir zuerst an? Wohin müssen wir ausweichen? Und in welche Richtung fliehen wir, wenn es zu gefährlich wird? Wer intelligent und vorausschauend handelt, kommt ans Ziel. Nur, während wir herumlaufen, springen, zuschlagen oder eine Waffe abfeuern, bewegt sich alles um uns herum in Echtzeit. In Zeitlupe ist es ganz einfach, einen Gegner ins Taumeln zu bringen, ihm die Waffe abzunehmen und ihn damit auszuschalten. Mit etwas Übung arbeiten wir uns so von Feind zu Feind, schießen Gegner mit ihren eigenen Knarren über den Haufen und werfen die Bleispritze dem nächstbesten Schurken um die Ohren, bevor dieser zum Zug kommt. Das sieht besonders im Echtzeit-Replay am Ende jeder Mission klasse aus und macht richtig Spaß. Super hot. In späteren Missionen dürfen wir zudem in die Körper unserer Gegner schlüpfen und diese übernehmen. Das funktioniert zwar nicht beliebig oft, rettet uns aber besonders dann die Haut, wenn wir einem Schuss absolut nicht mehr ausweichen können. Einfach im letzten Moment mit dem Schützen den Körper tauschen? Genial! Nicht ganz so genial, nach gerade mal 2 Spielstunden ist der Story-Modus vorbei, danach warten aber noch spannende optionale Herausforderungen und Hardcore-Spielmodi. Superhot ist beileibe keine Grafikbombe, doch die Optik ist immerhin stimmig. Zudem ist der Look des Spiels nicht einfach nur ein Gimmick. Die leuchtend roten Feinde und die roten Spuren hinter feindlichen Geschossen machen sämtliche Gefahren jederzeit gut sichtbar. Wenn wir scheitern, dann liegt das für gewöhnlich daran, dass wir Fehler gemacht haben und nicht an schlecht sichtbaren Gegnern. Zumindest in Missionen, wo nicht klammheimlich Gegner direkt hinter uns auftauchen und unsere ganze schöne Planung zunichte machen. An manchen Stellen wird Superhot nämlich super unfair. Frustmomente sind zum Glück aber selten. Superhot macht aufgrund seiner cleveren Spielmechanik echt Laune und legt mehr Wert auf intelligentes Spielen als auf schnelle Reflexe. Aufgrund seiner kurzen Spielzeit eignet es sich vor allem als Action-Häppchen für zwischendurch. Optionale Herausforderungen und Hardcore-Spielmodi sorgen für mehr Spielzeit nach der knappen Story.